Ja. Können wir mir den Brief geben? Ich will nicht. Dann halt nicht. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Ah, ja. Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Okay. Unterdessen. Vielleicht sollten wir eine Regel hinzufügen, dass man kein Abwasser ins Wasser einleiten darf. Wer würde so etwas denn überhaupt machen? Okay, hast ja recht. Dann mal hinauf. George's Bett. George Stiebs hier. Okay. Ich wette, dies für den Diener wie im Fernsehen. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Hast du auch Putzzeug? Wie die meisten Putzfrauen habe ich es auf meinem Wagen, im Gang. Ja. Mein Name ist nicht Washington, er ist Hoagie. Ha, das ist witzig, Mr. Washington. Man stelle sich vor, benannt nach einem Sandwich. Ja. Nein, ehrlich, ich bin nicht Washington. Sie sind George Washington, Beruf Gründungsvater. Das steht so beim Einwohnermeldeamt. Das ist nicht mein Zimmer. Nun, Sie haben hier ein ziemliches Durcheinander verursacht. Keine Chance, mich reinzulegen, Mr. Washington. Na gut, du hast recht, ich bin Washington. Ich wusste es. Mach ruhig weiter mit deiner Arbeit. Ja, es gibt viel zu tun. Ja. So, ich bin fertig. Wir müssen den Putzkasten am Klo bekommen. Ich nehme an, hier schläft George Washington. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Putzwaren. Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. Sehr viel geklaut. Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. Keine Chance, ich würde bestimmt erwischt werden. Keine Chance, ich würde bestimmt erwischt werden. Okay, wir haben Seife. Ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Fahne drin. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Ja. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Ah ja.
Die Jungs da unten sagen, sie wollen ein großes Familientuch und in den vier Ecken sollen ein Fass Bier, einige Mädels, eine Gitarre und ein paar Trommelstöcke sein. Und unten drunter soll Amerika rockt stehen. Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Ein paar Pläne. Ich glaube, das setzt sich nicht. Ich glaube, das setzt sich nicht durch. Das, was hier liegt. Ich denke, das ist. Das wird schon nichts. Können wir die Patentanmeldung? Besser nicht. Das könnte das Patent zerstören. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Sterne und Streifen auf der amerikanischen Flagge. Das wird sich nicht durchsetzen. Ich will nicht. Nein. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Dummes Muster. Die mag ich. Zu spät. Die wurden schon abgelehnt. Die will ich nicht. Das wusste ich schon. Daraus könnte man ein Mords-T-Shirt machen. Ah ja. Das will ich nicht haben. Du bist schwer zufriedenzustellen. Die schon die ganze Zeit. Sieht bequem aus. Aus uns wird einmal nichts. Aus uns wird zweimal nichts. Was? Chateau de Chapeau, 1775. Etwas Alk eingesteckt. Drachenpläne. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Ja. Ein Spiegel. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Ja. Benzbett. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Okay. Ein hübsches Bild. Der späte Mexitax. Seine Zeit ist abgelaufen. Ein trauriges Ende für so einen Patrioten. Dann mal weiter hoch. Oh, ein Pferd. Stell dir ein Pferd auf den Balkon. Ein Pferd ist ein Pferd ist ein Pferd. Warum? Hi Pferd. Selber hi. Was? Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Ja. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Nun, ich muss gehen. Bis später. Interessant. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Das Pferd weicht seine Zähne hier ein.
Im Bett hier sein Zimmer. Oha. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Definitiv das Model. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden. Aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte, wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Ja. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Hat er mich gerade fett genannt? Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Ich lebe in der WG mit Bernhard und Laverne. Wie schön für dich. Wie schön für Bernhard. Wie schön für Laverne. Wie schön für alle. Nun ja, eigentlich verbieten sie mir dauernd meine laute Musik. Ja, natürlich. Und tschüss. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Ob da wohl was zu essen drinne ist? Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Können wir austauschen gehen? Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Sehr gerne, können wir tauschen gegen ein Stück Seife. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Wer ist mit einer Flasche? Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Ich befürchte, wir müssen ihm seinen Hammer zurückgeben. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Das ist der Linkshänder. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Ja, Steinfigur. Das ist der Kopf von Ned oder Jet. Okay, mein Pferd. Okay, haben wir Tom und Jerry. Was für eine niedliche Miezekatze. Hoppla. Hoppla.
Katzen stehen auf sowas. Hoppla. Hoppla. Das haben wir noch nicht gemacht. Hoppla. Hoppla. Gibt's ein Achievement für. Hoppla. 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 Gibt's nicht. Okay, Jetsbett. Sehr spartanisch. Wohin damit? Netzbett. Sehr spartanisch. Oha. Verstehe. Wohin damit? Wohin damit? Kommen Sie mit Russen? Wohin damit? Verdammt. Hoppla. Ist schon offen. Mal wieder runter. Geschlossen. Vielleicht können wir ihn mal. Ich will nicht. Die Patentanmeldung geben. Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Okay, Öl, Essig und Gold. Okay, Öl hätten wir schon mal. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Ja. Nun kriegen wir Essig und nun kriegen wir Gold her. Ich will nicht. Gold hat das Pferd in seinen Zähnen. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Ja. Ich würde aber hier mal eine kleine Pause machen. Dann spielen wir gleich mal weiter. Müssten wir noch gleich den Typ mit dem Dach finden, oder nicht? Aha. Hallöchen. Ben Franklin. Hallo. Franklin. Ben Franklin. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Tja. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Ja. Du bist verrückt, Ben. Ha! Das haben sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, sie hatten recht.
Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Was ist so schlecht an Red? Was hältst du denn von einem Typen, der die letzten 4 Jahre versucht hat, einen Hammer für Linkshänder zu perfektionieren? Er ist verrückt. Und er klaut auch andere Leute Erfindungen, bevor sie diese überhaupt als Patent anmelden können. Nicht, dass ich böse wäre. Sind Sie nicht der 100-Dollar-Mann? Der 100-Dollar-Mann? Nicht schlecht. Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Also ist er jetzt Missionar, was? Warum auch nicht? Es kann ja nur besser werden. Wir sehen uns. Weiter so. Entschuldige, Mister. Mister Elektrizität? Das bin ich. Wir sehen uns. Weiter so. Oder auch nicht. Jetzt hören wir nochmal zu den Kabinen, ja? Da erinnere ich mich zurück an Deponia. Deponia 3 war es, glaube ich. Was wahrscheinlich hiervon abgekupfert hat. Wir können doch jetzt bestimmt, ich weiß nicht, wofür wir die gebrauchen können, aber... Okay, ich hab's weggespült. Können ein paar Sachen rüberspülen. Und ein paar zurück, falls wir die jetzt in der Gegenwart bauen können. Den koffeinierten Kaffee wegschütten? Da drin ist schon was. Das würde nicht reinpassen. Ah ja. Da gibt's nichts. Keine Tinte. Wir müssen doch jetzt eigentlich Tinte da drin haben. Da gibt's nichts. Da ist nix. Gut, es ist verloren gegangen. Okay, ein Becher. Der weltgrößte verrückter Wissenschaftler. Können wir ihn vielleicht... Besser nicht. Danke. Das brauchte ich jetzt. Sofort eingeschlafen. Muss den Safe öffnen. Aha. Muss den Vertrag unterschreiben, muss es für die Familie. Schnell hoch. Ihm nach. Das ist ziemlich schnell. Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Okay, vielleicht besser eine Gabel. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Tja, dafür nutzen wir doch die... Tja, es hilft uns hier nicht weiter. Fred steht im Weg. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon.
Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Tja. Das hilft uns wohl nicht weiter. Seien wir finden hier irgendwas, was wir dazwischen klemmen können. Tja, na dann. Zurück in die Vergangenheit. Ja. Jetzt haben wir aber die Tinte nicht. Jetzt ist die Tinte weg. Da gibt's nichts. Das ist deprimierend. Hoffentlich kein Gameboy im Pack. Herze auch nicht mehr, oder? Doch, Herze noch. Wir tun die mal in die Toilette. Zaubertinte. Ich habe das Gefühl, wir brauchen die hier. Meinen Vertrag zu unterschreiben oder so. Okay. Hey, der Pony Express. Was zum Beispiel ist da gerade passiert? Da ist nichts passiert. Ja, ein nutzloser Witz, den ich verstehe. Nichts drin. Offen. Hey, der Pony Express. Vielleicht eine alte Werbung von damals für irgendeine Firma, die man nicht mehr kennt. Machen wir lieber die Tür zu. Ja. Hier nochmal rein. Können wir ihnen die Tinte geben? Er würde den Scherz nicht verstehen. Ja. Können wir ihm die Tinte geben? Entschuldigung. Ja? Du Dummkopf. Du hast Glück, dass ich so würdevoll bin. Ich glaube, es niemanden finden, der nicht so würdevoll ist. Herr Hancock? Ja?
meinen Mantel. Verschwinde, du Liberaler.